wir heute wieder was von dem Offizier finden. Preußischen Offizier. Schüsse finden. Ich nehme euch halt wieder live mit. Oh, sehr geil. Guck mal hier. Guck mal hier. Perfekt. Meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich gehe heute hier wieder mit meinem Metalldetektor auf die Schatzsuche. Ich bin Zim und bin hier heute in einem richtig schönen Wald unterwegs. Im letzten Video haben wir hier einen richtig interessanten Fund machen können. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, denn das war ein Teil von einer preußischen Offiziershelm. Richtig, richtig geil. An diese Stelle möchte ich jetzt auf jeden Fall wieder zurückgehen. Da auch in der Vergangenheit dort schon einige Silbermünzen lagen, habe ich jetzt die Hoffnung, dass vielleicht dort hinten noch mehr liegt. Wird super spannend. Ich würde sagen, bis zum ersten Fund und Signal. Bin wirklich schon mega gespannt, was wir heute finden. So, Freunde, ich möchte heute auf jeden Fall euch so ein bisschen live und echt mitnehmen, denn das könnte echt super spannend sein. Ich habe jetzt auch meinen Detektor so eingestellt, dass er wirklich auf kleinste Teile und ganz tief im Boden reagiert. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass da heute was kommt, aber ich kann es halt nie versprechen. Es fängt schon so langsam an zu piepen, deswegen. Das werden heute tiefliegende Objekte sein, so wie jetzt. Ich bin super gespannt, ey. Also, ich habe hier schon so viele Sachen finden können. Das ist halt einfach so. Und da ist es halt immer verwunderlich, dass dann doch immer wieder halt Dinger kommen. 87, also er zeigt da auf jeden Fall was an. Das könnte natürlich auch wirklich was sehr, sehr tiefliegendes und Eisen sein. Ist draußen. Da haben wir was. Oh, doch. Das ist irgendwie ein Stück Blei oder so. Erster Fund für heute. Ein Bleirückstand, ein Fragment, lag sehr, sehr tief. Mal gucken, was noch kommt. Weiter geht's. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal das nächste Signal, Freunde. 86. Ich habe mir gedacht, ich mache mal kurz mit einem anderen Programm, mit dem ich immer laufe, und zwar mit dem Programm 3. Dann mal einen Test, mal schauen, wie er da reinkommt. Ganz leicht quietscht er da nur, aber dennoch mit 85, 86. So, wir gucken mal hier auf jeden Fall. 88. Okay. Komm, Leute, müssen mal schauen jetzt, oder? Ich bin echt schon richtig gespannt, ob wir heute wieder was von dem Offizier finden. Vom preußischen Offizier. Also ich bin weit im Wald drin, das ist hier unglaublich und die kommen weiterhin. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier vielleicht auch ein Lager mal stand oder so. Also irgendwas muss hier Spannendes gewesen sein. So, jetzt gucken wir mal rein. Da soll was sein, Freunde, ich nehme euch mit. Guckt mal hier. Vielleicht sehen wir auch gleich schon zusammen was. Da. Boah, krass. Guck mal. Ist das nicht geil? Guck mal, wir haben eine Musketenkugel gefunden. Und die Musketenkugel hier, die wurde auch verschossen offensichtlich, weil die ist deformiert. Also hier wurde auch geschossen. Da fragt man sich natürlich, was ist hier passiert? Aber da kann man das ganz gut erkennen. Ich blende sie euch auf jeden Fall sonst jetzt gleich nochmal ein. Und sehr geiler Fund auf jeden Fall. Nicht schlecht. Zweiter Fund, Musketenkugel. Also weiter geht's. Also man kann hier auf jeden Fall sehen, ich bin wirklich ganz tief in dem Wald drin. Und das ist unglaublich. Richtig, richtig geil. Okay, weiter geht's. So, meine Freunde, wir haben hier auf jeden Fall ein nächstes Signal. 79. Na denn. Es geht hier wieder weiter. Da soll es irgendwie drin sein. Hier an der Seite. Mal schauen. Ich hab's schon. Ist noch die Frage. Wo ist es? Ist es in der Hand oder nicht? Doch, da ist was. Ich kann was erkennen. Das sieht auch interessant aus. Sieht irgendwie aus wie so ein Überbleibsel von irgendwas. Aber was es nun schlussendlich ist, hier muss man auf jeden Fall der Sache auf den Grund gehen. Ich erinnere nur an den Offiziershelm und das Fragment davon. Vielleicht finden wir ja sogar noch den ganzen Helm. Wie krass wäre denn sowas? Stellt euch mal vor, wir finden jetzt den ganzen Helm. Das wäre wirklich spektakulär. Ja, Freunde, also ich habe jetzt hier vielleicht jetzt nur ein Fragment gefunden, aber es bleibt hier weiterhin spannend, weil wenn hier wirklich diese ganzen Silbermünzen, Musketenkugeln und halt auch ein Teil von so einem Helm halt hier liegt, dann könnte natürlich auch sein, dass hier noch mehr liegt. Vielleicht wirklich noch ein gesamter Helm oder sowas. Das wäre unglaublich. Wir müssen einfach weiter gucken bis zum nächsten, Leute. Und ich nehme euch weiterhin mit. Ist ja klar. So, dann schauen wir mal, was wir als nächstes finden. Und der nächste, Freunde, schauen wir mal, was kommt. Ich bin gespannt. Ist heute ein harter Kampf, auf jeden Fall.
Da haben wir es. Es ist Koksgestein. Damit wurde damals geheizt. Interessant. Ja, aber ich glaube, wir sind einer interessanten Sache auf der Spur. Weiter geht's. So, Freunde, ich nehme euch jetzt einfach mal kurz so im Bild mit, um zu schauen, ob ich denn hier nochmal ein paar Signale bekomme, damit ihr auch einen kleinen Eindruck bekommt. Es ist tatsächlich so, dass hier noch einige Signale so aufzuspüren sind, aber wir müssen halt das Richtige haben, beziehungsweise einen guten. Jetzt ist hier so ein Mischsignal, das würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Man muss natürlich auch ein bisschen differenzieren dann, ne? Was könnte jetzt gut sein, was nicht? Bleibt auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, dass wir hier nochmal mit einem tollen Ergebnis dann ja weiterverfahren. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine Musketenkugel. Das ist schon mal ein gutes Anzeichen, weil das bedeutet, in diesem Bereich habe ich wohl noch nicht gut genug gesucht. Weiter geht's, Freunde, weiter geht's. Die Signale bleiben nicht aus. So. Ach Gott, wegen so ein bisschen Koksgestein, ey, ich dreh ab. Oh, das muss nicht sein. Alles klar. Ich habe das überhaupt nicht erkannt. Gut, also ein bisschen Koksgestein, Restbestände. Weiter geht's. Ja, das hier war auch wieder so ein bisschen Koksgestein. Das versteckt sich ganz gut hier. Dennoch, weiter geht's. Wir werden doch was Gutes finden. Ich bin mir sicher. Wir starten mit dem nächsten richtig schönen Signal um die 60 und das klingt auf jeden Fall sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir sind jetzt eigentlich auf der richtigen Höhe angekommen, genau da, wo wir sein wollen. Und zwar, wo wir letztes Mal das Fragment gefunden haben von dem Helm, von dem Offizierhelm. Und das ist echt spannend. Zack. Ich habe es noch nicht gesehen. Hier irgendwo? Nein, auch noch nicht. Ich habe es in der Hand. Mal schauen. Ich habe hier, glaube ich, irgendwas Kleines. Oh, was ist das denn? Oh, kam richtig gut rein. Klein, rund, überbleibst du von dem Knopf, würde ich mal ganz stark sagen, weil hinten noch so ein Knubbel ist. Cool, sehr schön. Definitiv ein Fund, wo ich sage, freut mich. Das muss man einfach mal genau so sagen. Weiter geht's, Freunde. In diesem wunderschönen Zauberwald seid ihr wieder mit dabei und wir sind hier weiter auf der Schatzsuche. Ich bin auf jeden Fall voll motiviert und ich zeige euch hier immer die Realität. Und heute ist wieder so ein Tag, ungefähr schon eine halbe Stunde unterwegs und kannst mal sehen, wie lange das auf jeden Fall benötigt. Weiter geht's, Freunde. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Lasst gerne ein Like da und auch ein Abo, denn jede Woche gibt's neue Video über die Schatzsuche und ich gehe jetzt hier weiter und nehme euch mit. Bis zum nächsten. So, Freunde, ich bin hier wirklich jetzt richtig tief im Wald drin, hier in so einer Lichtung angekommen. Wir haben hier ein Signal, das ist auch recht stark. 64, mal schauen, was hier so mitten im Wald liegen könnte. Ah, das ist ja auch unglaublich. Jetzt müssen wir mal schauen, wenn hier der nächste Schatz kommt oder was. Weiter unten im Boden. Ich möchte hier so ein bisschen aufpassen, weil ich habe hier einfach schon so viele Silbermünzen gehabt. Und das ist einfach so, dass manche sehr empfindlich sind. Und da musst du aufpassen. Sehen tue ich noch nichts. Nee, immer noch nicht. Hab's in der Hand, Freunde. Du hier? Was ist das denn? Ich glaub's ja gar nicht. Das ist einfach nur so ein bisschen so ein kleines Ding. Ah, schade drum. Naja, okay, gut. Weiter geht's, Freunde. Also wenn hier in dieser Lichtung hier noch so Kleinkram liegt und der auch noch richtig schön detektiert werden kann mit dem Deus 2, dann wird hier vielleicht noch ein anderes Signal kommen. Schwenken können wir hier gut. Ihr könnt hier einfach mal so live miterleben. Boah, das ist ja hier sehr offen alles. Das ist ja geil. So, ganz langsam mal schauen. Schön sensibel eingestellt, der Deus. Bisher bleibt schön still. Hat Vorteile, aber natürlich auch, weil ich weiß, dass ich dann hier schon ein bisschen gesucht habe. Weiter geht's, Leute. Ja, Freunde, guckt euch das hier auf jeden Fall an. Das ist so ein wunderschöner Wald, das muss man einfach so sagen. Das ist hier so herrlich. Ich kann hier jedes, ja, zu jeder Jahreszeit einfach her, weil es nicht zugewachsen ist im Sommer. Es ist aber auch im Winter wirklich super angenehm. Und ich nehme euch hier weiterhin mit. Oh, guck mal, du hast da so ein bisschen Staub. Das geht auch nicht, damit du besser sehen kannst. So, wir begeben uns jetzt so langsam hier ein bisschen in den dichteren Wald hinein und dann gucken wir, ob wir da nochmal was finden. Ja, mal schauen. Ich freue mich auf das nächste Signal, Freunde. Weiter geht's dort hinten. Dort könnte es doch sein. Mal schauen. So, jetzt guck mal hier vorne. Hier ist auch so ein offener Bereich irgendwie. Das sieht interessant aus. Lass mal hier weitergehen. Ich nehme euch mit. Ist ja klar. So. Vielleicht ergibt sich ja hier irgendwas Gutes da zwischen diesem hohen Gras. Das sucht man eigentlich jetzt nicht so oft. Sieht ja aber echt interessant aus. Man sieht auch so Trampelpfade. Mal gucken, was hier noch so geht. Hier kommt bestimmt irgendwo noch ein Signal. Das kann nicht anders sein. Abgesucht gibt es nicht, Freunde. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich euch hier heute was zeigen könnte. Eine Musketenkugel, ja gut. Aber da muss doch mehr gehen. Ich gehe jetzt hier einfach da so dazwischen
Da, wo man einfach sich so gebückt einfach reinbegeben muss, könnte doch vielleicht noch was liegen. Das macht nicht jeder und das habe ich auch am Anfang nicht gemacht. Aber da liegen dann doch manchmal so Signale oder kommen Signale. Weil vor 200, 300 Jahren, da sah das hier natürlich anders aus. Ne? Oder vielleicht war es abgeholzt, vielleicht stand hier ein Lager, man weiß es halt nicht. Deswegen denke ich mir immer, ich nutze hier die Gelegenheit, krabbel einfach irgendwo dazwischen. Ist ja egal, ich bin ja eh nicht so groß, deswegen, ich kann es mir erlauben. Hier weiter. Band auf jeden Fall, Band, immer auf den nächsten Schatz zu warten, beziehungsweise den nächsten coolen Fund. Und das ist es halt. Kommt da auch irgendwann wieder der nächste Fund? Es ist einfach so. Gut, Leute, das habt ihr mal wieder gesehen. Benötigt Zeit. Es benötigt Zeit. Deswegen freue ich mich immer über ein Like und Kommentar von euch, wenn das supportet. Das ist einfach so. Guck mal, jetzt bin ich hier. Es scheint an so einer Grenze angekommen. Da war ich schon mal drin. Okay, wir sehen uns beim nächsten. Puh, langsam wird's warm. Ist ja gerade Sommerzeit. Oh. Ich weiß nicht, weil ich das Video online stellen werde, aber erstmal heißt das jetzt hier zu Ende suchen. Weiter geht's. Im wunderschönen Wald. Unglaublich tolles Wetter. So Leute, es geht hier auf jeden Fall weiter. Ich habe jetzt hier wieder das nächste Signal. Ich habe schon ausgegraben, weil ich jetzt schon echt einige Male halt Müll gegraben habe. Und, jetzt geht es hier weiter, weil das war ein 86er Signal und der kam gut rein. Wollen wir mal schauen. Wir haben ja auf jeden Fall hier wieder die Möglichkeit, was Schönes zu finden. Ich nehme euch halt wieder live mit. Das ist halt mir wichtig. Na? Oh, sehr geil. Guck mal hier. Guck mal hier. Perfekt. Wieder eine Musketenkugel, Leute. Also wir finden heute, ist die aufgeschlagen? Nee, ich glaube nicht. Also sie scheint nicht die von mir zu sein. Wir finden hier auf jeden Fall richtig coole Sachen. Also Musketenkugeln und auch Fragmentstücke, Knöpfe und so weiter. Die Sache ist halt einfach in dem Wald. Das ist halt das Spannende. Es liegt so im Boden, wie es damals verloren wurde. Das ist auf einer Ackerfläche oder Wiese nicht immer so, weil halt dort Landwirtschaft betrieben wird. Und hier fällt das runter. Vor 200 Jahren, 300, vielleicht auch vor 1000 oder 2000 Jahren. Und du findest das so auf, wie es halt einfach verloren wurde. Das ist halt sehr, sehr spannend. So. Jetzt gucken wir mal, was wir noch finden. Weiter geht's, Leute. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem wunderschönen Hobby mit der Schatzsuche. Und guckt euch das mal an. Es gibt halt immer hier so diese Gänge jeweils. Und das ist halt echt spannend. Aber ich muss halt hier in den Bereich gehen, wo ich nicht so häufig war wie hier. Aber es ist tatsächlich so, hier kommen die Signale. Also es hört nicht auf. Ja, meine Freunde, wir sind doch hier doch nicht da, um aufzugeben. Wir wollen mehr finden. Und es geht einfach nicht anders. Ich gehe auch hier durchs hohe Gras. Hauptsache, da kommt irgendwo noch ein schönes Signal. So, meine Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Lasst gerne ein Abo und auch ein Like da oder schreibt einen Kommentar, wie ihr es empfunden habt. Vielleicht jetzt nicht die allerbesten von heute, aber es geht hier beim nächsten Video in einer Woche direkt wieder weiter. Immer Sonntag, 17:45 Uhr und natürlich immer stets gut Fond.